Hallo, hier ist Timo. Bitte hören Sie mir genau zu und folgen Sie meinen Anweisungen. Nachdem ich aufgelegt habe, nehmen Sie Ihre SIM-Karte aus dem Handy. Dann warten Sie auf den weißen Mercedes. Okay. Hi, ich bin Timo. Ich bitte Sie um Verzeihung, ziehen Sie sich bitte jetzt diese Maske über den Kopf. Sie wollen mich entführen? Ziehen Sie bitte jetzt diese Maske über den Kopf. Ja, ist ja gut. Willkommen. Und entschuldige bitte die Vorsichtsmaßnahmen. In meinem Gewerbe muss man vorsichtig sein. Verstehst du? Ja, kein Problem. Ich bin Timo. Sehr gut. Man nennt mich Inkasso Mike. Das hier ist Bruce. Er kümmert sich um meine Sicherheit und so. Und das hier ist Sabine. Sabine, was machst du hier nochmal genau? Special Public Relation Consulting. Öffentlichkeitsarbeit? Ja, Mann, genau. Öffentlichkeitsarbeit ist das Stichwort. Man hat mir gesagt, du schreibst gut. Ja, ich bin Texter und ich habe einen eigenen YouTube-Channel zum Thema Bewerbung. Ja, ich will wissen, ob du schreiben kannst. Deswegen bin ich ja hier. Oder? Das ist gut. Der Junge gefällt mir. Ja, scheint ganz in Ordnung zu sein für einen soliden. Sag mal, weißt du, wie wir hier unser Geld verdienen? Wahrscheinlich irgendwelche Dienstleistungen? Ich hab doch gesagt, man nennt mich Inkasso, Mike. Wir machen Inkasso. Außendiensteinsätze. Ich meine, die ganz großen Fische und so. Verstehst du? Ja. Die Erfolgsquote bei Forderungsrealisierungen liegt bei 95%. Ja. Und die restlichen 5% verschwinden permanent von der Landkarte. Ja. Ja. Ich will hier auch nicht weiter rumlabern. Ich brauche jemanden, der mein Buch schreibt. Ja, ich schreibe total gerne ein Buch. Ja, ein Buch? Mein Buch. Meine Autobiografie. Ach so. Glaub mir. Ich habe so viel kranke Scheiße gesehen. Ich meine, richtig kranke, krasse Scheiße. Und du musst das aufschreiben. In meinem Namen, versteht sich. Sie müssten dazu alle Rechte an Ihrer Arbeit abtreten und komplett auf Namensnennung verzichten. Ach, und wir zahlen nur bar. 20 Euro die Stunde. Ich hoffe, das ist kein Problem für Sie. Zahl endlich deine Miete, du Penner. Ich hab das doch letzte Woche überwiesen. Und deine Steuerschulden, du Kanalratte. Das ist doch jetzt was komplett anderes. Ja. Und was ist mit deiner Krankenversicherung? Nein. Nein, bitte. Bitte. Bitte nicht. Bitte. Ist doch kein Problem für dich, oder? Nein. Gar kein Problem. Gut. Sollen wir gleich anfangen?
sehe doch ganz genau, dass da jemand ist. Mach die Tür auf! Ich will meine Miete! Und schmeiß ich euch alle raus! Ich komm morgen wieder! Scheiß Studenten! I guess when you met me. Special Public Relations Consulting. Dieser letzte Scheiß. Okay, nochmal, also. What the fuck are you doing?